Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Project Cars. Wir werden heute die Formula C starten. Und wir sind am überlegen, ob wir Asia oder British nehmen. Aber ich denke mir, British waren wir schon. US haben wir auch schon gemacht. Wir gehen in den Asia Pacific Raum. In den asiatischen, pazifischen Raum. Und dann wird hier... Was ist denn das? Ach, Formula B. Gott, das ist uns egal. Das findet heute auch statt. Wir gehen in die Asia-Pazifische Ding. Ich fahre jetzt die zwei Trainings und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder im Qualifying 1. Fahren wir hier zwei Qualifyings? Das ist bescheuert. Ja, wir fahren zwei Qualifyings. Gut, dann fahren wir jetzt die beiden Qualifyings. 6 Liter drin. Ein bisschen was am Setup verändert, aber ich krieg's nicht so richtig gemacht, da was Gescheites zu basteln. Deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, ich war bis jetzt nicht so gut, eher hinteres Mittelfeld, aber schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Zwei Qualifyings, das habe ich ja total vergessen, dass wir hier noch ein zweites haben. Auf jeden Fall hier extrem vorsichtig die Reifen warm fahren, weil ich habe die Kiste ungefähr 5-mal hier in der Kurve weggeschmissen. Die Rundenzeit kannst du ja auch behalten. Also mal kurz ein bisschen walzen mit den Reifen. Zwei dreckige Seite, aber kommt trotzdem ein bisschen Temperatur rein. Haben wir schon mal die Hinterreifen warm. Die Gegner sind hier echt extrem stark. Vor allem überholen mittlerweile wieder extrem sauber. Ein bisschen schlenkerer. Gehst jetzt raus auf die schnelle Runde. Schauen, dass wir ein bisschen Abstand haben, aber vielleicht sogar ein bisschen dranbleiben an dem Vordermann, damit wir seinen Windschatten mitnehmen können. Das war jetzt natürlich semi-geil hier rausgekommen. Ja, für den Windschatten sind wir schon wieder fast zu weit weg. Schauen wir, was möglich ist. Vor allem, was unsere Zeit jetzt wieder wert ist, weil im Qualifying fahren ja wieder alle andere Rundenzeiten zu dem Training. Also Spiegel wackeln vielleicht. Komm mal drum ums Eck. Vor uns kann sich absetzen und der hinter uns kommt näher. So gut kann unsere Rundenzeit nicht sein. Und er sagt auch nicht, dass wir irgendwie eine Bestzeit für irgendeinen Sektor fahren oder sowas. Unser einziger Vorteil ist, dass wir hier im letzten Streckenabschnitt extrem schnell sind. Ja, das wäre jetzt schon mal ein 9. Platz, 10. Aber jetzt werden wir halt durchgereicht. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, was für eine Rundenzeit das war. So. Ich muss jetzt kurz noch einmal nachlegen. Keinen Bock habe, so weit hinten zu starten. Vor allem nicht im Sprintrennen, wo man eh keine Zeit hat, aber die überholen uns hier einfach auf der Geraden.
kommt dann. Ist nur die Frage, wo er ist. Auf jeden Fall noch da. Aber können uns behaupten. Ja, diesmal viel besser erwischt hier. So, jetzt schauen wir, was die Runde wert ist. Das ist eine 1,318. Ja, wir bleiben dann wohl da hinten. Dann gehen wir zum zweiten Qualifying. Wir starten von Platz 15. So, jetzt das Hauptrennen, da ist nicht gar so krass, aber wir gehen jetzt einfach mal in die konservativ andere Richtung, weil ich es jetzt einfach ausprobieren will. Genau, jetzt stellen wir das Ganze mal so ein. Genau in die andere Richtung, wie ich es voreingestellt hatte. Tank bleibt gleich. Raus. Gleich diesiges Wetter. Das haben wir hier aktuell auch draußen. So, jetzt schauen wir nochmal, dass wir hier nochmal ein bisschen was geschissen kriegen, oder? Junge, extremes Chattering beim Einlenken. Das ist echt Wahnsinn, wenn ich lenke. Durch brutale Vibrationen aufs Lenkrad. Puh. Hä, hey, woran liegt denn das? Da rutschen wir ja quasi wie Vorderreifen, oder? Oder spinne ich jetzt? Dann ist ja der Sturz zu wenig. Und die Vibrationen am Lenkrad sind schon krass. So kann ich das Setup auf jeden Fall nicht lassen. Aber wir probieren jetzt hier eine schnelle Runde rauszuhauen und dann wieder in die konservative Richtung zu gehen. Hallo Kurve, ich muss schon rumfahren. Ah, jetzt zählt die Runde nicht. Oh Mann. Schauen wir, was hier Topspeed läuft. Ob er in Begrenzer geht. Zu eng eingelegt. Ich habe auch nicht gedacht, dass mir das mit einem flachen Flügel passieren kann. Es kann natürlich sein, dass das jetzt hier ein extrem gutes, also kein extrem gutes, aber ein schnelleres Setup ist. Komm rum, Sack jetzt. Scheiß Karre. Wir können auf jeden Fall besser dranbleiben und es ist eine 1,31 mit Fehler, also haben wir noch eine raus.
Ja, von ganz hinten muss jetzt auch nicht sein. Warum kommen die hier so gut rum? Ich verstehe es nicht. Ich weiß auch nicht, was ich anders machen soll. Dann nehmen die mir extrem viel Zeit ab. Die Vibrationen sind ja heftig. So, jetzt noch mal durch den letzten Sektor gut kommen. Ist der Sprit sowieso schon leer. Und es ist eine 31,7. Ja, Platz 15. 16. Am Arsch. Ja, was mache ich denn? Zurück zur Box. Und das Setup wieder zurückstellen. Beziehungsweise. Na, wo ist es dann? Ja, wo ist es dann? Da ist es. Den Sturz wieder zu erhöhen. Vor allem vorne. Probieren wir es jetzt mal mit so einem Sturz. Und dann springen wir zum Ende der Sitzung, weil es jetzt eh schon egal ist. Wir starten vom Platz 16 ins Hauptrennen. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder im Sprintrennen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Checkt auch noch die Videos in der Endcard aus. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.